Hinein in die Natur, die Tier- und Pflanzenwelt auf ein neues Entdecken und verborgene Schätze aufspüren. Die Top-Ausflugsziele Niederösterreichs versprechen einen Sommer voller Abenteuer. Ein tierisches Vergnügen für Jung und Alt bereitet ein Besuch des Naturparks Geras im nordöstlichen Waldviertel. Ja, dass man einfach da so bei den Tieren ist und damit man die auch füttern, streicheln kann und so. Ja, und dass man einfach auch was mit der Natur machen kann, damit man nicht die ganze Zeit jetzt im Haus sitzt und vom Handy ist, sondern dass man auch in der Natur selber ist. Nur wenige Meter entfernt befindet sich das geschichtsträchtige Stift Geras. Ein Kunst- und Kulturerlebnis auf dem Boden alter Klostertradition. Hier ist auch die Heimat von Kräuterpfarrer Benedikt. Ein Kräuterpfarrer ist ein Priester, der sich mit Heilpflanzen auseinanderzusetzen hat, weil das eben im Begriff drinnen steckt. Und diese Beschäftigung dient aber den Menschen, weil er damit auch eine Brücke baut zwischen Mensch und Heilkraut. Mehr zu bieten als das Gewöhnliche. Dafür stehen die Top-Ausflugsziele. An Land, zu Wasser, bergauf und bergab locken zahlreiche Angebote für die ganze Familie. Die 49 Top-Ausflugsziele Niederösterreichs sind bestens vorbereitet für die Ferienzeit, zum Beispiel mit dem Tierpark Stadthag. Und rasant bergab geht es mit dem Eibeljet. Eine herrliche alpine Landschaft erwartet unsere Besucherinnen und Besucher auf dem Naturpark Hohe Wand. Alle Geschichtsinteressierten ist die Römerstadt Carnuntum eine heiße Empfehlung. Das und vieles, vieles mehr erwartet sie im heurigen Sommer. Auf die Suche nach Edelsteinen begibt man sich in der Amethystwelt Maisau. Zu entdecken gibt es die weltweit größte freigelegte Amethystader, Meteoriten sowie ein Schatzgräberfeld. Also im Sommer ist es besonders interessant bei uns. Erstens einmal, wir haben eben diesen Schaustollen, ja, wo es sehr kühl ist, wenn es wirklich heiße Tage gibt, im August vor allem. Ich würde Ihnen auch sehr ans Herz legen, dass Sie auch unser neues Edelsteinhaus besuchen, das wir 2012 eröffnet haben. Aber ich würde Ihnen auch empfehlen, selber nach den Amethysten im Schatzgräberfeld zu suchen. Mit der Schaufel in der Erde wühlen, sich schmutzig machen und mit etwas Glück violette Amethyste ausbuddeln. Ein Sommer ganz nach dem Geschmack der Kids und Teens.